Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Westwood Outdoor. Heute zeige ich euch, wie man Schlaglos herstellt. Was ihr braucht, ist ein Ofen. Ihr könnt auch einen Gaskocher nehmen. Eine Dose mit Loch im Deckel und Stoff. Ich nehme dafür jetzt Jeansstoff und naja, das bringen wir das Feuer in Gang. Wenn euer Feuer brennt, wird die Dose fest verschlossen und aufs Feuer gestellt. Nach kurzer Zeit beginnt in der Mitte der Dose aus dem Loch Rauch aufzusteigen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Stoffe anfangen zu verkohlen. Nach etwa 10 bis 15 Minuten hört die Dose auf zu rauchen und unser Schlaglos ist fertig. Wir nehmen die Dose jetzt vorsichtig vom Feuer, da diese doch sehr heiß ist. Und warten, bis sie abgekühlt ist. Und hier ist nun unser fertiges Schlaglos. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und nun mal wieder viel Spaß in der Natur.